Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme vom Last Epoch Let's Play. Ja, mit Runes of Power, mit dem Runenmeister. Oh, Runenmeister. Okay, ich bin gerade ein bisschen erschrocken von diesem Konstrukt. Jo, ich bin jetzt wieder zurück vom Krankenhaus. Ich musste zur Untersuchung wegen meiner Nervenkrankheit. Die tut mich ja ab und zu bei hoher Belastung oder hoher sinnlichem Stress da einfach ein bisschen ja, müde und gelähmt machen und ja, starke Schmerzen auslösen. Und das habe ich wieder ein bisschen im Griff und haben mich ein bisschen untersucht. Ja, jetzt geht es dann wieder bergauf. Ist jetzt einfach gerade schlimm wegen diesen starken Hitzeperioden. Ja, das ist nicht gerade so leicht. Ah, ich habe einen Filter, genau. Ich muss noch einen Filter. Ich muss den Filter hin. Da. Emut-Order. Okay. Das ist ein englischer Skill-Punkte. Ja, der Name davon und genau. Jo. Und das ist einer der neuen Builds, die sie schon gemacht haben. Ich habe ihn noch nicht angeschaut, im Bild. Und ja, werde mich auch nicht ganz so danach richten, aber dass ich wenigstens jo, so ein Loot-Filter habe, oder? Da gab es ja ganz viele Items am Boden mit ganz langen Namen. Es gibt noch einen Bug im Deutschen, wo die Präfix noch ein bisschen länger sind, manchmal mehrere Prä- oder Suffixe haben und so weiter. Und ja, dann sah das immer so ein bisschen komisch aus. Jo, vielleicht ist es euch aufgefallen, vor allem im Livestream war es da manchmal ein bisschen komisch, dann irgendwie so ein Item rauszusuchen zu einem langen Namen. Jo, kann mal passieren bei einer Übersetzung. So. Jo, das Spiel macht wieder sehr viel Spaß. Ich bin sehr stark, das freut mich. Ich muss jetzt hier hoch. Lol. Okay, gut, habe ich das noch gemacht. Ich habe die Kiste nicht gesehen. Die Kiste weg ist. Okay, komisch. Oder eher besser. So, also diese Fähigkeit auf der Kuh, die müssen wir behalten. Flammenschild brauchen wir auch. Ich denke, wir werden Teleport nehmen. Weil wir eventuell gar nicht agieren wollen mit dem Rostwall. Rostmauer. Und hier werden wir auf jeden Fall defensiv weiterhin bleiben. Da müssen wir jetzt noch nicht so mega auf die Offensive gehen. Es ist wichtig, das Mana-Haus zu halten, balanciert zu haben, oder? Dass wir immer genügend Mana haben. Es ist wichtig, die Resistenzen als zweites Wichtiges, dann den Schaden und am Schluss noch einfach auch die Verteidigung sonst noch. Ist einfach sehr wichtig, oder? Aber die Resistenzen, die müssen wir vor allem. Ja. Ich denke, innerer Fokus ist auch sehr wichtig. Mana-Recken könnten wir noch nehmen. LP-Recken wäre auch nicht schlecht. Ich denke, jetzt brauchen wir es noch nicht. Wir gehen mal auf Arcana Fokus. Und tun auf die Intelligenz noch höher machen. Und Entzündungschance müssen wir auch dann nehmen, okay. Jo, und genau, Flammensturm ist mir noch ein bisschen nervig wegen den Channeling-Fähigkeit, kanalisieren, heißt auf Deutsch. Jo, da müssen wir einfach ein bisschen schauen, ein bisschen an uns anpassen. Ich bin jetzt nicht unbedingt derjenige, der alles mega zeitintensiv machen will. So Channeling. Oder auch so 9 bis 12 Abklingzeit bei der Hauptfähigkeit. Nein. Diese Builds, die können die nehmen, die so überhastet und alles mögliche Speedrunnen, alles mega überhastet machen. Ich bin eher der gechillte Zocker. Ich will jetzt nicht ständig müssen auf das kleine Bild unten schauen, bis die Fähigkeit wieder da ist. Oder Dauerspam. Nein, da bin ich nicht so der Fan dann. Ja, das wusste ich, dass die so komisch reden mit mir. Ja, siehst du, wie sie sich recken, schon wie die das sagen.
Ich bin die Ausgeburt des Tors. Ich finde das immer noch lustig mit dem Tor. Vielleicht ist es auch ein Übersetzungsfehler, aber ja, Void ist ja eigentlich eine Leere und das ist Ter ist keine Leere. Ter ist etwas Schlimmes. Ter ist etwas, das stinkt und ja, bodenbrüchig macht. Oh, schöne Fähigkeit. Ah, jetzt genau den Boden wollte ich. So. Machen wir doch die Frostmauer noch hier. Nein, das ist Gletscher. Wo ist denn die Frostfähigkeit? Hä? Kommt die erst? Okay. Egal, die kommt erst. Ja, schade, dass es halt auch ein bisschen passiert ist, als ich ja, dieses Update, also dass wir dieses Update bekommen haben. Das hat mich jetzt wieder ein bisschen rausgebracht oder ich weiß jetzt nicht mehr so genau, was wo wenn kommt. Wir können ja schauen. Ja, Frostwand kommt erst, aber erst schon ne. Runenblitz ist dann das Wichtigere. Okay. So, wir haben den Boss eigentlich recht schnell besiegt. Der Brand dort, der ist sehr stark. Wir mussten ein paar Mal natürlich draufschlagen, drauf casten, aber ja, so Sachen machen natürlich noch viel, viel mehr Schaden. Wie heißt das auf Deutsch eigentlich? Entzündung. Umgebende Feinde verbrennen. Also Eschen heißt das wahrscheinlich. Okay, cool. Sonst, ich habe eigentlich nicht viel Negatives zu berichten gehabt. Es wurde gefixt mit den langen Ladezeiten. Und viele Sachen, die noch positiv ist, kommen erst. Ich hoffe, wir finden so eine Kiste. Ich gehe jetzt mal wieder unten durch. Ich weiß gar nicht immer ab. Ob ich jetzt unten oder oben durchgehe, ist eigentlich mir egal. Ich wahrscheinlich auch. Ah ja, genau, jetzt habe ich eine Kiste. Das brauchen wir? Das ist so dunkel. Ja, ist eigentlich nicht schlecht. Elektrifizieren, aber ich brauche eher andere Sachen. Andere Idole. Resistenz-Idole brauche ich unbedingt. Da ist Feuer leider nicht gerade die Resistenz, die ich unbedingt brauche. Kommen wir eigentlich genug. Leeren Widerstand, ja, Leere. Genau, die Void ist die Leere und nicht der Teer. Das wurde irgendwie mal falsch übersetzt in einer Story-Sequenz oder so. Ich habe irgendwas nicht bekommen, was ich nicht wollte. So. Nee, nee, will ich nicht. Wach. Wenn wir immer noch diesen mega kleinen starken hätten. Wann tun sie den endlich mal nerven? Ist einfach so übertrieben stark. Vor allem dieses Leben, das man mit ihm verliert. Das ist ja eigentlich auch nur beim Casten. Und sehr schwach. Also ich da, tue jetzt Dauercasten, ich verliere nicht viel Leben. Dann hätten sie viel stärker machen können. Vor allem auch prozentual sehr unangenehm. Aber nö. Er ist immer noch so mega das Leveling. Ja. Gibt ja auch zwei, drei Klassen, die Feuer benutzen. Also sehr oft einfach benutzt das Leveling-Item. Jo, und eben die Ringe noch. Wir haben alles Unix und Set-Items. Das ist irgendwie so komisch. Und ich fühle mich einfach nicht squishy, weil die Gegner jetzt auch noch nicht so viel Resistenzen nötig machen, oder? Das ist jetzt gerade einfach noch ein bisschen gecheat. Und ja, die Gegner sind einfach sehr schnell da. Können fast gar nicht schaden. Solange jetzt, jo, nicht so langsam der Gegner Schaden hat, stark ansteigt und deshalb Resistenzen auch nötig sind, müssen wir da nicht so drauf schauen, jetzt das alles auszuwechseln. Ich kann es heute Abend im Livestream machen. Ich werde im Livestream wieder ein bisschen den Runenmeister spielen oder eine andere Klasse. Muss ich noch schauen, ob ich nicht eine andere Klasse nehmen soll, die ein bisschen defensiver ist dann im Endgame. Ja, habe ich jetzt nicht so Lust, versteht ihr wahrscheinlich. Ja, das hat einfach
wieder sehr lange dauert. Aber ja, wenn ich doch jetzt sowieso Zeit habe, weil ich nicht Fußball spielen muss und jetzt auch noch nicht so Game Design kann, mache ich das mal einfach im Livestream, meinen nächsten Charakter schon, der wirklich im Endgame dann hoffentlich auch aufräumt. Also schadenstechnisch weiß ich nicht, aber dass es sehr defensiv ist, der Bild, das weiß ich. Das habe ich gestern am Abend noch rausgesucht und ja, richtig toll, dass es einen Guide gibt, der eher auf die Defensive schaut von einem Bild. Ist wirklich manchmal extremst vernachlässigt worden, weil alle denken, ja, man hat diese Items, oder? Das ist das Schlimme. Ist bei Pass Effects halt auch immer so. Du nimmst einen Guide und denkst so, der Guide geht, aber du brauchst die schlimmsten und seltensten Items und lässt sozusagen, jo, das einfach Stich und der Bild ist dann für nichts für dich, oder weil du die Items nicht hast. Oh. Muss das sein? Ich habe zu hohe Mana-Kosten plötzlich. Ja, ich caste langsam wieder ein bisschen zu viele Zauber. Bin wieder ein bisschen drin. Und immer wenn ich drin bin in einem Bild, caste ich halt immer Dauer. Und hier beides zuerst. Ja, zuerst aber nicht. Also. So. Also mehr Mana-Regeneration unbedingt. Und jo, die Spiegelbilder sind ein bisschen langsam noch. Aber helfen sehr. So. Was ist jetzt hier der Klerik da? Das ist unglaublich, wie Anfangsspiel. Bis eigentlich die Kampagne fertig ist, nur noch ein bisschen weiter. Einfach die so mega OP sind. Nur weil sie einfach uns ablenken. Also die Gegner ablenken für uns und das ist natürlich uns ablenken tun sie ja nicht. Ich schaue nicht auf Spiegelbilder. Aber es ist halt so. Es ist manchmal auch wichtig, einen Summon zu haben. Früher, also es gab so mehrere MMORPGs oder so, wo man auch so Ding hatte. Immer einen Summon machen, nehmen konnte oder so. Es war so effektiv. Und die musste man nicht skillen oder die sind einfach selber geskillt worden vom Spiel oder so. Das ist natürlich. Weil die KI eigentlich immer in einem Stand sind. Also man sagt nie, ah, okay, das Spiel hat jetzt bessere KI oder so. Es ist immer. Sind immer die gleichen Dussel oder greifen halt einfach die an, wo sie zuerst sehen oder wo sie eigentlich zuerst erreichen können und so weiter. Und das macht halt wirklich Summons manchmal schon sehr OP, oder? Weil meistens die Summons dann angegriffen werden. Und nicht wir. Also eine Überlebenssicherung. Man kann nicht drauf aufbauen, aber man hat sie doch meistens so, dass sie schützen, oder? Das ist das Gute. Und für Leute, die sich da alles erlauben können, für die müssen sie ja nicht beschworen werden. Es gibt so viele Leute, die sich alles erlauben können, weil sie natürlich ziemlich unterfordert sind mit den Spielen. Oder, ja, das einfach immer nur kurz machen und dann einfach genügend Energie haben. Aber dann gibt es dann die Hardcore-Zocker, die einfach alles auch ein bisschen bequemer wollen. Damit sie es auch länger und besser machen können. Und das ist immer so eine Art Zwist, die ganze Zeit. Manche wollen die Belohnungen direkt haben, dass der Boss genau dieses Unique droppt und so Sachen. Die anderen wollen die ganze Zeit grinden. Das ist natürlich alles ein bisschen. Mit 50 Intelligenz verdoppelte Effekte. Haben wir ja bald. Also wir machen jetzt ein bisschen auf Mana.
muss irgendwie die Resistenzen für Lightning höher kommen. Und die Rüstung halt noch tragen. 1% erhöhte Mana-Regeneration, aber ja. Habe ich hier irgendwie Blitz drauf? Nein. Hier haben wir die Belohnung auch noch nicht. So, ah, es ist fertig, okay. Es ist leider fertig. Die Schuhe sind nicht gut mit diesen lilanen Belohnungen bestattet worden. Es sind nicht gute Belohnungen. Ich brauche Geschicklichkeit nicht. Und Ausweichen brauche ich auch nicht. Aber es ist wahrscheinlich einfach so gedroppt. Also würde es ein Rogue-Item sein. Na ja. So, eben diese Kisten. Ich würde gerne hier mal rechts herumgehen. Zuerst mal schauen, ob hier irgendwo die Kiste ist. Ich will unbedingt so ein Item haben, aber die werden wahrscheinlich nie ziemlich, also nie so stark sein, dass sie wirklich einsetzbar. Doch, da ist die Kiste. Lol, ich bin hier einfach kurz links gegangen. Ich wollte aber rechts gehen. Nein, das ist die Ding. Das ist das Rune Prison. Aber es gibt auch ein Symbol für die Kiste. Das weiß ich. Okay, das ist ein Spellblade. Was hat er für einen Schuss? Was ist das für ein Schuss? Ja, die haben halt anfangs viel Leben. Ich weiß nicht, ob sie im Endgame dann auch so außergewöhnlich viel Leben haben. Wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Kein Mana. Gehst einfach zu Gegnern und tust die irgendwie buff. Nein, er greift einfach Gegner an. Okay. So langsam habe ich aber weniger Leben. Der Golem macht Schaden. Okay. Jetzt habe ich das zweite einbekommen. Also das zweite Mage. Das zweite ist solch ein Item. Schauen wir mal kurz das Item an, wenn wir sicher sind. Zuerst aber hier nochmal schützen. Schutz brauche ich, ich brauche Schutz. Nie ohne Kondom. So, genau, das nehmen wir später. Oh, jetzt kommen noch mehr Spinnen. Das sind die Entwickler manchmal ein bisschen nervig, diese Spawn-Chancen, Gegner, Spawns dann später. Nervig. 5 von aktuelle pro Sekunde verlorene LP von verhinderte LP als Schutz pro Sekunde erhalten. Ich weiß nicht, wieso müssen LP später nochmal gleich, sogar weniger wieder her als Schutz. Ja, war alle 5 Sekunden dann? Nein, alle Sekunden? Hä? Diese 5%. Brauche ich, glaube ich, nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen Physical Widerstand. Später noch ein bisschen. Ich bin mir nicht sicher, wie viel. Und jetzt bitte noch eine Kiste finden. Bitte, bitte, zeigt mir eine Kiste. Bitte. Ich will die auch mal finden. Also scheinbar kommt sie im zweiten Gebiet schon vor. Sie ist nicht irgendwie Akt begrenzt auf Akt 4, ab Akt 4 oder so. Nee, sie muss jetzt eigentlich schon deutlich öfters kommen. Ich finde sie einfach nicht. Drago hat keine Kiste. Naja, die Items sind nicht so stark und die Drops wahrscheinlich nicht gerade so mega game-breaking. Deshalb einfach später nochmal ein bisschen besser durchsuchen. Wir können ja das im Livestream machen. Ein bisschen länger die Gebiete durchsuchen, dann haben wir sicher auch bald die Items. Wenn wir dann andere Builds auch spielen, haben wir auch wieder die Möglichkeit, solche Kampagnenkisten, One-Shot-Chests zu bekommen. Sonst holen wir einfach natürlich diese Monolith-Kisten. Ja. So, wunderbar, jetzt haben wir schon überall diese Spiegelbilder. Also wir haben drei Spiegelbild pro Teleport. Herausfinden. Diener. Die Diener LP geht noch in der Übersetzung. Ja. Sind ja meine Diener. Ich habe ganz viele Diener.
So. Der Schaden ist auch irgendwie wieder gestiegen, habe ich das Gefühl. So, jetzt ist sowieso der Schaden mit dem neuen Intelligenzpunkt gestiegen. Es geht so flott. Ich habe so eine Freude über so ein, wieder so ein Bild, wo ausartet Anfangs Spiel, oder? Irgendwie der Boden, der macht keinen Schaden. Der Sprung eigentlich auch nicht. Wir haben sehr gute Ward Retention. Gehe ich so langsam runter, der Ward. Okay, tipptopp. Und wohin ist jetzt der Gegner hin? Oh, der Gegner hat sich irgendwie verkleinert. Das ist er. Der große Boss. Bossi, Bossi. Boss, 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 Boss. Auf jeden Fall werde ich in den Livestreams dann eher GTA Roleplay spielen mit ein paar Kumpels. GTA Online werde ich vielleicht heute auch noch versuchen. Weil GTA Online ist so ein Spiel, das extrem die Temperatur nach oben steigen lässt. Mehr als Last Epoch sogar. Also Last Epoch ist einfach wegen der, wie sagt man dem, wegen der Grafikschnittstelle, also Engine, oder? Unity Engine sehr am Temperatur steigen lassen. Und das ist meistens dann so ab 20 Minuten. Das ist dann nicht gut fürs Livestreaming, oder? Da muss man länger Spiel spielen können. Und ja, da der eine Livestream, den ich gemacht habe am Freitag, am Donnerstag, der ist nach einer Stunde und 15 Minuten dann einfach zu heiß geworden. Also mein PC ist halt zu heiß geworden. Nicht der Livestream ist zu heiß geworden. Also nicht falsch verstehen. Genau, und das muss ich verhindern noch. Und dafür ist MSI Afterburner zuständig und das habe ich jetzt stark reduzieren müssen, weil die Entwickler von diesem Programm das als Standard auch so eingestellt haben und es tut sich immer wieder resetten. Du hast immer wieder die Einstellungen, die man dann bei Start hat. Dass sie das nicht irgendwie einstellen können, sie haben ja ein Save, aber das Save funktioniert nicht. Ich muss ihn also immer wieder ständig zurücksetzen auf den Standard, auf den Wert, den ich haben will. Und das ist mühselig und nervig. Dass viele Einstellungsmöglichkeiten nötig braucht, oder? Und ja, da muss ich einfach ein bisschen schauen, dass ich natürlich auch längere Zeit leisten kann. Aber sonst, ihr wisst ja, ich bin Game Designer schon seit 20 Jahren jetzt. Ich kann's. Muss halt alles auch ein bisschen an die Engine, also die Engine einfach noch üben, aber das können wir währenddessen. Und dann mache ich ein schönes Spiel für euch und ihr habt einfach etwas zum Zuschauen. Weil ich jetzt sowieso nicht viel machen kann. Also ich kann zwar wahrscheinlich gut Fußball spielen und so, aber das nicht jeden Tag. Und wenn ich da nicht Fußball spielen trainieren muss, oder es nicht gerade am Abend, wenn es langsam dämmert ist, werde ich, ja vor allem im Winter, oder? Wenn es dämmert ist, dann 17 Uhr oder so. Also, dann einfach nicht streamen, aber sonst immer, oder? Auch spät in die Nacht vielleicht, weil ich sowieso nicht so viel schlafen kann. Ja, und das macht es euch natürlich auch wieder besser. Die dürfen mir natürlich auch gerne alles ein bisschen sagen, wie es laufen soll. Jetzt, wo ich auch ziemlich viele Zuschauer habe für meine Verhältnisse, mache ich das natürlich auch wieder sehr viel lieber und angenehmer für meine Krankheiten und so, dass die Krankheiten nicht schlimmer werden. Ja, und ich muss es wirklich öfters machen, weil das tut mir gut, andere Sachen machen mir schlecht, also ich muss es verhindern, die schlechten Sachen zu machen. Und dazu gehören halt Livestreamen. Und Videos machen nicht. Und während dem Hochladen mache ich dann einfach ein bisschen Sport. Und ja, was man alles noch machen kann. Schlafen. Essen, trinken. Ja. Also es werden in nächster Zeit sehr viele Folgen kommen. Und auch Livestreams. Was ist Runenwort Katastrophe?
Wieso ist das Englisch noch oben? Das ist einfach, wenn man kritet und ich krite nicht so in diesem Bild. Wir müssen schauen, ob es sich wirklich lohnt, ein bisschen zu kriten. Oder ob es sich lohnt, eher zu doten. Ja, dieses Dot ist scheinbar doch auch ein bisschen OP momentan. Ich hoffe, es wird nicht genervt, weil ich einfach drauf ein bisschen aufbauen möchte. Nicht, weil es OP ist, sondern weil ich einfach diese Items habe jetzt momentan noch. So, da ist ja 166% erhöhter Schaden über Zeit. Das ist einfach für mich, ja, schon strong. Vor allem sehr spannend. Vielleicht haben wir dann im Endgame noch diesen Stab, der ist nämlich so stark. Jawohl. Im nächsten Part können wir dann den neuen Akt 4 anschauen. Es gibt viele Gebiete, die überarbeitet wurden. Ich tue, glaube ich, nicht jeden Gegner töten und zurücklaufen, dann noch ein paar Gegner töten. Das so irgendwie machen, dass wir immer etwas ein bisschen zu tun haben und doch nicht Zeit verlieren. Wäre nicht schlecht. Wenn wir doch so stark sind. Machen wir doch das so. Vor allem die müssen sterben. Diese Generatoren. Sie haben irgendwas geredet mit den Leuten in Livestreams oder mit den Foren nutzen. Dass sie irgendwie mehr Generatoren eingebaut haben. Na, weiß ich jetzt nicht, wie es geredet wurde, aber sie wollten irgendwie, dass es mehr Generatoren gibt und mehr Gegner sind. Okay, gut. Ihr seht, es ist auch irgendwie komisch, das ist irgendwie Windows 10 Problem. Es hat irgendwie das Blau, der Blaulichtfilter wieder reingenommen. Gut, es ist ein Freeze. Ich muss die Aufnahme leider jetzt mal beenden. Und im nächsten Part machen wir einfach den rechten Gang nochmals. Oder ich könnte vielleicht das Spiel... Nein, der Blaulichtfilter, der muss weg wieder. Okay, da ist irgendwie so ein Bug mit Windows 10. Gut, ja. Bis zur nächsten Aufnahme. Tschüss.